Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video über Happy Meal Spielzeuge. Ich habe mir seit längerer Zeit mal wieder ein paar zugelegt und wie ihr sehen könnt, gibt es zwei verschiedene Spielzeugtypen, einmal zum Max Steel und einmal zum Monster High. Ja, wenn wir uns die Tüte einmal ansehen, dann sehen wir hier, dass man sich noch die Steel-Lizenz raustrennen kann und auf der anderen Seite sehen wir außerdem, dass man verschiedene Fotoeffekte mit der Happy Meal Studios App machen kann. Das können wir uns auch noch mal kurz ansehen. Will gerade irgendwie nicht so recht drehen. So, jetzt aber. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Monster High. Da kann man dann halt sein Gesicht dann ja in die Charaktere dann rein fotografieren und dann noch verschiedene Effekte dann dazu klatschen und die dementsprechend auch verteilen. Ja, das ist ganz nett gemacht. Und wenn wir zurückgehen, dann können wir uns außerdem noch zusätzlich hier die weiteren Charaktere ansehen. Gibt halt viel zur Auswahl. Außerdem gibt es dann natürlich auch zum Max Steel dann so einen kleinen Fotoeffekt. Das ist ein bisschen anders. Hier kann man dann halt ja so stickermäßig dann das reinkopieren. Ja, das war es soweit zu den kleinen Sachen in der Happy Studios App. Dann sehen wir auf der anderen Seite, dass man hier noch einen Test machen kann. Welches Monster Girl bist du? Nach dem, was man dann da auswählt, dann ist man das und das Girl. Und auch noch einen kleinen Gutschein. Den kann man dann auch noch raustrennen. Unten nur wieder die allgemeinen Hinweise. Und das war's soweit zu der Tüte. Packen wir die nochmal ordentlich zurück. Und dann können wir zu den Spielzeugen übergehen. Dann haben wir hier als erstes die Nummer 1. Das ist die stylische Tasche von Monster High. Und wenn wir die rausnehmen, dann sehen wir hier, dass man außerdem noch seinen Namen mit Buchstabenstickern dann auf einen kleinen Pappschnippel machen kann. Hier sehen wir noch die anderen Figuren bzw. Spielzeuge. Also die Figur wird wahrscheinlich sowieso dann im zweiten Rutsch dann schnell weg sein. Das ist halt so eine kleine Minitasche. Hier sehen wir dann die Buchstaben, wo man dann seinen Namen dann draufkleben kann auf den Pappschnibbel und den dann dementsprechend in die Tasche vorne in die eine Lasche dann reinstecken kann. Hier sehen wir das. Kann man auch noch andere Namen dann machen. Hier sehen wir dann das Fenster, wo man dann das Ganze reinschiebt. So sieht die Tasche von innen aus. Und dann einige Monstercharaktere drauf. Ja, das war's soweit zur Nummer 1. Kommen wir zur Nummer 2. Hier sehen wir die Glücksbringerkette. Und auch hier wieder ein kleiner Blick auf den Beipackzettel. Hier sieht man, die kann man sich selbst dann personalisieren. Da hat man diese kleinen Bildchen dazu. Die sind sogar nochmal extra eingeschweißt und mit einer Pappe nochmal verstärkt. Und
Jetzt gerade nochmal so ein Sicherheitshinweis-Schnibbel in allen Sprachen der Welt. Ansonsten steht da, glaube ich, ja, nichts weiter drauf. Und dann können wir nochmal einen kleinen Blick auf die einzelnen Motive werfen. Gibt es halt mehr zur Auswahl. Und das soweit zu der Nummer 2. Wenn man sich das hier nochmal ansieht, dann kann man dann halt dort diese kleinen Motive dann zu der Kette hinzufügen. Kommen nun zu Max Deal. Das ist die Nummer 3, die Max Deal Ausrüstung. Also hier haben wir auch die Figur von dem Hauptcharakter, Max. Und dann sehen wir, dass wir den halt mit den verschiedenen Panzern dann ausrüsten können. Die sind auch noch mal wieder extra in einem kleinen Plastiktütchen. Und da gibt es dann halt die Möglichkeit, die ganzen Dinger auf die Figur zu sticken. Sieht auch relativ ähnlich aus. Auf jeden Fall sieht das Gesicht gut aus. Man kann außerdem auch noch seine Arme bewegen. Ansonsten ist es ein fester, starrer Körper. Und wenn man die dann da drauf drückt, dann halten die auch sicher. Ist ein bisschen knifflig, wenn dann ein Arm so ein bisschen absteht, dann geht das schon nicht so gut. Also entweder man bewegt die Arme oder er trägt die Rüstung, beides zusammen geht nicht. Und dann hier noch die letzte Ausrüstung. Ja, das war es soweit zu der Nummer 3. Kommen wir nun zu dem größten Tütchen, die Nummer 4. Der Turbo Transform. Das sind halt zwei Fahrzeuge. Daher das Ganze auch so riesig. Und wenn wir auf dem Beipackzettel sehen, dann kann man hier die Räder untereinander wechseln, um das dann dementsprechend variieren zu können, zu transformieren. Kann man die dann halt austauschen. Fährt auch gut, ist auch eigentlich echt groß für so ein McDonald's-Spielzeug. Ja, ich glaube, die Räder brauche ich jetzt nicht nochmal alle abzufriemeln, das würde jetzt zu lange dauern, um die dann wieder den anderen dran zu machen. Ich denke mal, man sieht, was dann das Prinzip von dem Spielzeug ist. Ja. Das war es soweit zu den Spielzeugen 1 bis 4. Ab dem 1. Mai gibt es dann die nächste Rutsche an Spielzeugen. Die werde ich dann wahrscheinlich auch noch vorstellen. Und auf jeden Fall sind natürlich die Fahrzeuge ganz cool. Die Figur ist auch ganz gut gelungen. Ist ein bisschen optimal, dass man zwar die Arme bewegen kann, aber dann die Rüstung das so ein bisschen verhindern. Ich denke, das ist beim Spielen etwas nachteilig. Für die Mädchen gibt es natürlich wieder mal dann passend Schmuck und Handtaschen. Das ist auf jeden Fall nochmal ganz niedlich gemacht, dass man die Sachen personalisieren kann und selber gestalten. Und auch, dass man bei der Handtasche dann zum Beispiel
seinen Namen kleben kann. Ja, das war's soweit zu den ganzen Happy Meal Spielzeugen. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Sammeln.